Ich bin mir bei den Schlussfolgerungen nie sicher. Eigentlich ist ja der Silberdolch klar. Mit dem Ding hier gebaut. Und den goldenen Dolch haben wir jetzt auch gekriegt. Was wäre denn, wenn hier Moral-Dingsbums? Dann wäre das nämlich die Schwäche. Hätte jetzt dazu geführt, dass Blinkhorn ist ein verdienstvoller Fachmann, dem allerdings bewusst war, dass er bei der anstehenden Entdeckung ins Abseits gedrängt worden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Ruhm und Anerkennung verpasst. Was wäre denn auch mit Silberdolch? Glaube ich aber nicht dran. Ich glaube eher, das war der Silberdolch. Denn mit dem Wasser bringt das überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch nichts anderes gesehen, als dass das dazu passen würde. Aber jetzt ist die Frage, ob das jetzt. Pitt ging davon aus, dass er Popularität der Termen verbesserte. Aber eigentlich war er ja nicht glücklich darüber. Er hat nur eins. Und er war sehr dankbar dafür. Das ist ja eigentlich das, was ich aus dem Gespräch rausgekriegt habe. Also was Pitkin. Geros Schwäche. Das würde mit Pitkins Sorgen nicht harmonieren. Ich kann ja noch mal die Hinweise durchgehen. Ich habe hier noch Champagner und Plattennegativ. Was irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Aber ich habe jetzt auch nichts mehr, mit dem ich sprechen könnte oder irgendwas. Ich will mir die Dialoge nochmal einziehen. Garwon, naja, ich heiße Kristen Darrow, ich arbeite in der Stadtverwaltung. Folgende, ich interessiere mich für Archäologie. Müssen wir darüber wissen. Ich will nichts bitten. Mit Genie arbeitet. Versuchen Sie bitte zu schildern, was jetzt. Hat sich das irgendwie gewechselt oder was? Ah, da. Es tut mir leid, Auge, ich erinnere mich, es tut mir so leid. Ich fühle mich unwohl, ich höre, nee, jetzt geht es mir wieder gut. In dem Raum war es so heiß, meine Brille abnehmen musste. Ich sah den Dolch, wie er durch den Raum flog. Ich sah das Blut. Es war alles wie ein schrecklicher Albtraum. Der Dolch glänzte wie Gold. Nun, er war ziemlich geheimniskrämerisch in den letzten Tagen. Er kam erst sehr spät zurück, dann zeigte er mir ein paar feuchte römische Munzen und begann zu lachen. Die Münze hat er mir gezeigt. Sie stammt aus dem 3. Jahrhundert. Danke sehr. Ich hoffe, Sie beruhigen sich. Der goldene Dolch, die Mumie, ist alles meine Schuld. Der Pitkin. Anhänger der Hälfte. Ich will diesen Ruinen wieder aufhören. Sind Sie denn hier? Ein profitables Geschäft sein, ich bin mir nicht sicher. Also solche Genies verzeihen, das tue ich nicht. Nicht im geringsten, alles was er getan hat, hat uns weitergeholfen. Er hat dafür gesagt, dass das Potenzial steht, wir sind Gott. Wir testen den Raum, wer für das Schadenwort. Ich bin kein misstrauischer Mensch, aber ich glaube, er hätte noch andere Ziele, die ich auch geheim halten kann. Blinkhorn weiter. Wo kommt denn jetzt diese Sektflasche her?
Dekorn. Archäologe, römische Artikel, der Stadt. Nun, wir hatten ja auf der Seite. Hat ihn bewundert. Überraschenderweise brachte meine Arbeit ihn dazu, hierher zu kommen. Was gesehen? Was habe ich da gemacht? Die Tür war verschlossen. Ich hörte lediglich Mr. Bergero aufschrien. Wir rannten alle zur Tür und stießen dort zusammen zu. Geschlossen, Dampf kam Angst zu tun. Konnte kaum die Hand vor Augen halten. Gero war blutverschmiert. Gero kann aber keinem was zuleide tun. Wir hatten einen kleinen Streit. Danach forderte er mich auf, dem Kongress fernzubleiben und tat das auf durchaus aggressive Art und Weise. Der Ring von Asuan. Über Garrow. Boah, ich habe keine Ahnung. Was hat er denn jetzt? Ach so, der hat er irgendwie das die Briefe ja rausgerissen. Ich könnte ja noch mal zu den Thermen gehen. Okay, also ich glaube, Garrow ist einfach nur. Er leidet ja unter der Fixierung. Glaube eher das. Und Pete King ging davon aus, dass es geiler wird dadurch. Könnte mir vorstellen, dass das so war. Aber erstmal will ich mal kurz noch in die Therme was gucken. Nicht da lang, sondern hier rein. Der Sektkübel ist immer noch da. Champagne. Okay, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er der Tote den mitgebracht hat. With the steam on. I'm unable to see even a few feet away. Das hilft ja auch nicht. Okay, wenn er hier jetzt hier saß, dann sieht er hier überhaupt nichts. Hier auch nicht. Ihn interessiert das überhaupt nicht. Hier lag der Tote. Irgendwas flog durch die Luft. Dass er sehen konnte, dass es golden war, glaube ich zumindest schon mal nicht. Okay, das mit der Brille stimmt ja auch. Also kann ich mir gut vorstellen, dass diese Storyline mit der Brille echt war. Wer hatte denn das mit der Brille? Also das ist Garrows.
lange Schade an Bord, der will uns erkennen. Hätte ich gleich als Erste gesehen. Ich habe keine Ahnung. Da hat sich wahrscheinlich nichts dran geändert. Hier komme ich nicht rein. Der ist auch egal. Hier ist verschlossen. Bin ich schon wieder in dieser Schleife hier gefangen. Kann ich mit euch nochmal sprechen? I'm not sure that I can be helpful. Do you have something else to ask me? I'm trying to rest. Okay, Blinkhorn ist freigesprochen eigentlich. Ich muss hier reingehen. So, Blinkhorn hat er die Möglichkeit, viel von ihm zu lernen. Er war verärgert. Gerosch leidet an Mykologie. Ich würde den Weg eigentlich nehmen. Obwohl Pitkin der Inhaber der Thermen ist, hätte er sie verloren, denn diese große Entdeckung hätte alles verändert. Durch sie wären die Thermen zu einer permanenten Ausgrabungsstätte geworden. Sollte Blinkhorn seine kommerziellen Ziele nicht erfüllen können. Und ich sage jetzt einfach, das war's, aber hätte Bancliff den Kompromiss akzeptiert, hätte Mykin ihn nicht ermordet. Pitkin war von Bancliff gedemütigt worden und daher war für einen Plan, um zwar erst Bancliff aus dem Weg zu räumen und danach die Thermen zu öffnen. Er glaubte, der mysteriöse Mord würde die Öffentlichkeit anziehen. Keine Gnade. Ja. Ich sag, das war da richtig so. Weil der kommt mir sehr aggressiv vor. Und auf. Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory, I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliff in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I'm afraid that it is. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You're insane. It was a spectacular felony, one that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Pitkin war von Bancliff gedemütigt worden. Daher entwarf er einen Plan, zuerst Bancliff und aus dem Weg zu räumen und danach die Thermen zu eröffnen. Er schmolz Silbermünzen zu einer silbernen Produktion des Goldenen Dolches von Mithras zusammen, tötete Bancliff damit und entsorgte sie nach der Tat im Kohlebecken. Er glaubte, der mysteriöse Mörd würde die Öffentlichkeit anziehen und somit als Besitzer reich machen. Ich habe zwei Hinweise nicht gefunden. Anders Ende. Wieso habe ich zwei Hinweise nicht gefunden? Welche Hinweise könnte ich übersehen haben? Good day to you, Mr. Holmes. Besuchen Sie das Gewölbe unter dem Frigidarium. Warte. Unter dem Frigidarium habe ich noch was. Noch nicht komplett durchsucht. Hier, Frigidarium. Ja. Hey Watson. Hier habe ich's.
Salz. A sack of crude salt. Aha. Was? Ja. Jemand experimentierte mit der römischen Methode Eis zu erzeugen. Versuchen Sie mit den gefundenen Materialien einen Dolch aus Eis herzustellen. Auch geil. Dann gucke ich mir das doch nochmal an. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich noch was übersehen habe. Naja. Eisexperiment. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Okay, erstmal Wasser hier rein, oder? Ice, salt. And then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Ich habe nur 4 Versuche, okay. Eispickel, Eisbereiter. Hier ist die Temperatur. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Ja. Hey, look. The temperature is reducing. Ja. A block of ice. Ice. Okay. A block of ice. Ja. Ice. Ice. Ja, danke. It's empty. It's we cannot be making. Okay, nochmal. Also erstmal das Wasser da rein. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We genau. Need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt. For no more than 4 attempts. Ja. I think that ice should be added. A block of ice. Hey, look. The temperature. Ja, dann mache ich Salz dazu. Einmal. Ice. Findest du. Ice. Okay, das wird nichts. Nein. Ich versuch's nochmal mit Wasser rein. Ice. Und dann schön gemischt halten. Hey, look. The temperature. Und was kann ich noch mit dem Eispickel machen? Ice. Nix.
Nein, ich wollte das Salz zuerst noch. Kann ich mit dem da oben noch? Okay. Und noch mehr Salz. Und noch mehr Salz. Zurücksetzen. Okay, jetzt nochmal richtig machen mit ständig gemischt. In der Hoffnung, dass ich das mal richtig hinkriege. Ja, ja. Also, erst Eis. Dann Salz. Dann Eis. Dann Salz. Dann Eis. Dann Salz. Dann Eis. Nochmal Salz. Wenn das nicht klappt, dann... We cannot. Okay. Ice before. Ja, ja. Oh, look. That okay, jetzt warte ich einfach mal, bis die Temperatur stehen bleibt. Und nicht wieder hochgeht. Und excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Und nochmal ein Eisding davon. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man, and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Und damit habe ich noch einen Weg. Eisdolch und Champagner. Das würde aber auch erklären, warum da Wasser in der Wunde war, ja. Was stand da? Die Eiswaffe wurde zuvor hergestellt und dann im Eisbehälter der Champagnerflasche aufbewahrt. Das ergibt Sinn. Der Mörder, der Täter versteckte die Waffe im Eisbehälter der Champagnerflasche. Nach der Tat wurde die Waffe zum Schmelz zurückgelassen und sorgte damit für die Anreinigung des Blutes. Ja. Aber dann glaube ich auch, dass es Garrows war mit dem... Paranoia. Er muss zur Behandlung in eine Heilanstalt gehen. Das wäre aber echt clever für den Typen. Mit einer Eiswaffe? Bin ich ja mal gespannt, ob das Ende sinnvoller ist. Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control.
Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. Yep. What is my environment, then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest and detoxification. I will take care of every detail. Und das würde ich sogar so stehen lassen. Mal gucken, ob ich gespoilert werde oder nicht. Okay, ich habe alle gefunden, Hinweise gefunden, aber Garrow war es nicht. Mal gucken, wen ich noch als tätigen Täter hinkriegen könnte. Okay, ich glaube, es war die Eisdolch-Methode. Mal gucken, ob ich Blinkhorn irgendwie einen Täter machen kann. Garrows Krankheit ist halt... Wir machen Rache draus. Nein, halt, danke. Ich nehme das hier. Blinkhorn wusste, dass Bancliff die Lorbeeren für den Fund des Goldenen Dolches alleine streichen würde. Daher plant er kaltblütig den Mord an Bancliff, damit... Und dafür ist der Strick die rechte Strafe. Er hat sein ganzes Leben den goldenen Dolch gewidmet und Bancliff wollte die Lorbeeren für den Fund allein erreichen. Hätte Blinkhorn den Fund für sich beanspruchen können, hätte er den Mord nicht begangen. Ich sag mal die Entscheidung. Ich glaube, das ist das Sinnvollste jetzt. Auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, ob es das Richtige ist oder so. Aber die anderen beiden schienen es ja nicht gewesen zu sein, also... Cheate ich mir den Weg jetzt hier aus und mache die dritte Möglichkeit, die ich habe. Mr. Holmes, what happened? This. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see, Mr. Blinkhorn. One never knows what one might find. Occasionally, remarkable rarities. Such as this. The thrill of the discovery, and one's own enhanced reputation. Wouldn't you agree? Well, are you suggesting that... I am not suggesting anything. I know. You found the knife. You are an intelligent man. The ghost knife shall remain one of the most ingenious constructions I have seen in my career, I do assure you. I don't understand. Yes, you do. I am praising your performance, your perfect murder. What? Wait, are you accusing me of murder? No, I deny it. Mr. Blinkhorn, it is no use to deny it. I know the truth. You had no choice. Because it was you who found the golden knife, and therefore you had to be the murderer. Sir Rodney was determined to receive all the credit for the find, when in fact it was your work. He would have crushed you to be sure that you could never tell the truth. But I uphold the truth, and I will tell it. What do you mean? That you will save me? What I mean is that you deserve a second chance. I shall be following your career with the keenest interest, Mr. Blinkhorn. Farewell. Ich hätte nicht gedacht, dass Blinkhorn das war. Okay. Bestätigen. Achtung, Sie sind ja gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für den Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie die moderne Entscheidung und machen weiter. Ja, ich hätte jetzt irgendwie nicht gedacht, dass er es war, aber... Geil fand ich das mit dem Eisdolch.